Das Haus, in dem meine Mutter lebt und eine Menge Dinge von mir an den Wänden klebt. Coffeeshops in einem schönen Design. Und nun zu dem Ort, der war für mich nach dem Mauerfall unser Heim. Susi wohnte im 7. und ich im 14. Stock. Es wurde saniert und bevor ich kapierte, wurde mir gestattet, Bremen-Nord vom Dach zu überblicken und meine Kindheits- und Jugenderinnerungen auf die Reise über den Wolken zu schicken. Hier nicht geboren wurde und vieles auch gerne vergessen würde, ist es wirklich heimisch in den Tiefen des Bremer Nordens, auch wenn es klein ist. So, this is where Susie lived. Ich stehe früh auf für etwas Qualitätszeit mit meiner Lieblingsperson. Wir betrauern den anstehenden Abschied schon. Wie dankbar ich bin für die heutige Technologie. Die Möglichkeit, regelmäßig zu skypen, macht den großen Abstand und die Zeitverschiebung so viel einfacher irgendwie. Mehr von unserem Europa-Trip seht ihr im nächsten Videoclip.